Wie es aussieht, habe ich nur allzu mein gesamtes Kapital verloren und ich bin alles andere als glücklich darüber. Ihr wollt doch euer Pech nicht etwa mir in die Schuhe schieben. Versucht nicht, euch aus der Verantwortung zu winden, Simon. Das klappt nicht. Euer Kapital interessiert mich ein feuchten Leben. Ich habe meine eigenen Probleme. Was war das für eine Geschichte mit Gefienki? Ich nehme an, da seid ihr wohl auch einfach nur so hineingeschlittert. Nun gut, nein, das ist wahr. Glaubt ihr im Ernst, ich hätte das nicht so geplant? Wie es abgelaufen ist? Nein, das tut ihr nicht. Ihr habt die Sache doch heil überstanden. Es ist doch alles gut gegangen, richtig? Wir könnten den lieben langen Tag darüber streiten, wer wem was angetan hat. Vielleicht geht's aber auch viel schneller. Denn wer mich in kleine Streifen schneiden kann, der hat unter Umständen effektivere Argumente als ich. Wie dem auch sei, hört mich zuerst an. Wenn einer Schuld hat, dann dieser Balthasar. Er hat mir nur Schwierigkeiten gemacht. Jetzt ist er verschwunden. Hat mich komplett eingeschränkt und jetzt macht er auch noch Unschuldige nieder. Dafür muss er bezahlen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr in das Kloster hinein. Ich hätte da einige Ideen, wie ihr das bewerkstelligen könntet. Interessiert? Ich höre mir in aller Ruhe an, was ihr zu sagen habt. Mehr kann ich nicht versprechen. Ich bin auch im Angebot nicht interessiert. Nein, euch zu töten würde mich entschieden glücklicher machen, schätze ich. Nehmen wir die 1. Ich wusste ja, dass ihr vernünftiger seid, als ihr aussieht. Also gut, die beste Möglichkeit, in das Kloster zu gelangen, wäre wohl in Verkleidung. Meine Männer haben ein paar Uniformen, sagen wir, aufgetrieben. Sie müssten genügen, um uns beide an den Torwachen vorbeizumogeln. Ich werde euch begleiten müssen, natürlich. Ich habe das schon vorher gemacht und kenne die Geheimcodes, die sie hören wollen. Und was habt ihr von der ganzen Geschichte? Ihr wollt mich begleiten? Dann vergesst es. Kein Interesse. Die beste Möglichkeit. Habt ihr noch andere im Petto? Nur der andere Weg wäre recht gefährlich. Ich möchte ihn euch eigentlich nicht vorschlagen. Außerdem könnte ich euch nicht begleiten. Balthasar hat diesen Weg bereits abgesichert. Gegen mich persönlich, meine ich. Warum wohnt ihr unbedingt mit? Was habt ihr davon? Ich will meine Rache an Balthasar. Ich habe schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich kann solche Beleidigungen nicht durchgehen lassen. Und nebenbei schulde ich euch ja noch was. Und was noch? Ihr sagtet vorhin, es sei der beste Weg. Nein, ich habe kein Interesse an eurer Begleitung. Also gut, wenn ich so hineinkomme, bin ich bereit. Fein, so machen wir es. Wenn ihr mich ein weiteres Mal reinlegt, Simon, dann war das euer letzter Trick, verstanden? Was gibt's noch für Wege? Ja, ist mir egal, ob ihr nun dabei seid oder nicht. Was ist die andere Möglichkeit? Der Weg führt durch die Friedhofshöhle im Westen von hier. Ich habe gehört, es wimmelt dort vor untoten Kreaturen. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Auf jeden Fall befindet sich dort eine Reihe von Särgen hoch oben auf einer Plattform. Einer davon führt in das Kloster. Doch um den Sarg zu öffnen, braucht ihr einen Schlüssel. Ich besitze ihn nicht mehr und es ist äußerst fraglich, ob der den jetzt besitzt, ihn herausdrückt. Aber wenn ihr partout diesen Weg nehmen wollt... sag mir, wo der Schlüssel ist. Ich kümmere mich um den Rest. Ihr habt eure Meinung gesagt. Wir sollten uns verkleiden, wie ihr vorgeschlagen habt. Ich will eure Hilfe nicht. Punkt. Ich traue euch nicht und finde meinen eigenen Weg. Wir versuchen mal die 2. Also gut, gebt mir ein paar Minuten, mich vorzubereiten. Kommt zurück und sprecht nochmals mit mir, wenn ihr bereit seid. In Ordnung? Ja. Das ist auch immer noch nichts Neues. Gut. Ei, sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Seid ihr bereit? Die Uniformen sind fertig. Fein, lasst uns aufbrechen, aber ihr solltet auf gleicher Höhe mit mir sein. Habe ich euch schon jemals in die Irre geführt, Lisa? Immer. Hat er uns schon jemals nicht in die Irre geführt? Der Fluch der Balbrut muss getilgt werden, Bruder. Mit der Gnade der Götter, so soll es sein, Bruder. Seid gerecht, Bruder. Seid gerecht, Bruder. Ah, Simon, das habt ihr gut gemacht. Pünktliche Lieferung der Balbrut, wie versprochen. Ich nehme an, ihr habt sie betäubt. Schließlich wollen wir keinen Ärger. Nein. Schaut her, wie ich hier habe. Aber möglicherweise ist sie ja nur zu groß für euch. Diese Person habe ich schon einmal betäubt. Ich schulde ihr noch was. Ich wusste, Balthasar war ein Narr, dass er euch über den Weg traute, Simon. Ja, und da haut er ab. Ich warte. Wir nächstes Mal. Erwischt.
Da benutzt einer irgendwelche Betäubung. Oh. Mehr zauberst du nicht? Ah, Furcht. Und noch ein Zeitstopp. Ja, wie schön. Kommt gleich noch einer? Ja, Betäubung hat funktioniert. Aber Zeitstopp nicht. Festhalten nicht so. Furcht nicht so wirklich. Na, kommt. So, jetzt ist immer am Zug. Au. Ich bin bereit. Okay. Wo war mein letzter Autosave? Gut, der Haupteingang ist ein bisschen gut gesichert. Ei? Sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Ja, ja. Bitte quitt. Ja, bla bla. Was war denn mit der Givienki-Geschichte? Ich höre, was ihr zu sagen habt. Was habt ihr von der ganzen Geschichte? Das ist nur der beste Weg. Was ist die andere Möglichkeit? Sag mir, wo der Schlüssel ist. Ich kümmere mich um den Rest. Wenn das der Weg ist, den ihr gehen wollt, werde ich euch wohl kaum davon abhalten können. Dann muss es eben so sein. Sucht nach dem ehrenwerten Herrn Fahed hier im Amketran. Ihr findet bestimmt in seinem Haus hier irgendwo in der Nähe. Oder den Schlüssel von ihm, wenn ihr könnt. Ich denke, das reicht jetzt an Hilfe für euch. Hoffentlich wird Balthasar auch ohne meine Anwesenheit ordentlich leiden. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ich warte. So, steht da was von in meinem Tagebuch? Nein. Aber der müsste da oben gewesen sein. Also neben Marlos Haus. Was immer ihr wünscht. Also hier durch und dann oben lang. Weil war ja sehr schön, dass Imoren sich selber getötet hat, gerade eben. Der Junge muss auf dem Boden schlafen, während die Frau auf dem Bett schläft. Auch gut. Natürlich. Ja, und hier in Kerik Schmiede, da können wir leider nicht viel machen, weil uns fehlen Pantalons. So, das war das Haus dann, oder? Wenn ja, Fahed. Was ihr wollt. Zack, erneut gegrüßt, meine Fürsten. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich suche einen Schlüssel, von dem ich erfahren habe, dass ihr ihn besitzt. Ich benötige den Schlüssel für den Sarg auf dem Friedhof. Gebt ihn mir sofort. Nehmen wir mal die Eid. Oh, und was führt euch zu der Überzeugung, dass ausgerechnet ich einen solchen Schlüssel besitzen könnte? Sima Varin erzählte es mir deshalb. Ah ja, ich besitze tatsächlich einen solchen Schlüssel. Ich fürchte, ich werde ihn euch nicht geben können. Meine Frau und ich haben den Schmuggler diesen Schlüssel aus einem ganz bestimmten Grund abgekauft.
Wir wollen Balthasar umbringen. Er hat das ganze Dorf hier in Gefahr gebracht und wir können nicht länger daneben stehen und warten. Es wird nicht einfach werden, aber meine Frau und ich sind frühere Abenteurer. Wir verfügen selbst über einige Macht. Warum erzählt ihr mir das alles? Weil es keine Rolle spielt, wenn ihr diesen Schlüssel nehmt, haben wir versagt. Wenn ihr für Balthas arbeitet, sind wir allerdings noch nicht fertig miteinander. Ich kann euch wohl kaum einfach so gehen lassen. Also wollt ihr einen Kampf? Nichts einfacher als das. Aber auch ich will Balthas umbringen. Ich kann immer noch einen anderen Weg ins Schloss suchen. Ich lasse euch jetzt alleine. Nehmen wir die zwei. Ihr... Soll ich euch das glauben? Ja, ja, aus irgendeinem Grund tue ich das. Ihr besitzt weit mehr Macht als ich. Wenn das euer wahres Ziel ist, dann habt ihr eine entscheidend bessere Chance als ich. Oh ja, das ist mein Ziel. Balthasar ist ein toter Mann. Ich will ihn nicht töten, es sei denn, man zwingt mich dazu. Aber möglicherweise werde ich es tun müssen. Tatsächlich will ich Morlaine lieber euch töten. Mangelndes Vertrauen und derlei. Nehmen wir die zwei. Dann nehmt diesen Schlüssel. Mit seiner Hilfe kommt ihr durch die Friedhofshöhle in das Kloster. Wir wünschen euch viel Erfolg. Ja. Der Schlüssel öffnet den Weg in Balthasars Kloster, der durch einen der Särge in der Friedhofshöhle von Anketram führt. Ja, euer Wunsch. Balthasar, ihr komme. Fürchte mich. Wenigstens ein bisschen. Die haben hier übrigens sehr seltsame Schornsteine. Einfach nur Löcher. Nun gut. Decken. Aber wenigstens haben sie auch Kamine, die funktionieren. So, damit spare ich mir hoffentlich die Wachen am Eingang. Und hoffentlich ist bald... Na gut, Balthasar ist Mönch und hat Magier mit Zeitstopp um sich. Könnte also unschön werden. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Erzählt mir mehr davon. Ja. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Wollt ihr da alleine durchgehen? Nein, ich habe wenigstens meine ganze Truppe mitgenommen. Und hey, wir sehen wenigstens auch schon mal die gesamte Inneneinrichtung. Und scheinbar scheint das wirklich nicht sehr groß zu sein. Balthasar hat nur zwei? Die Anwesenheit hier hat mir gezeigt, wie verrückt es war, eine Söldnerarmee aufzustellen. Diese vergeblichen Bemühungen auf Kosten der Bürger von Anketran. Ich bedauere sie zutiefst. Ich will wissen, wo Melisan ist. Ich kenne euer Geheimnis, Balthasar. Ihr arbeitet mit Abbasikal und Sindai. Ich bin das Kind eines Gottes. Habt ihr weich geglaubt, eure jämmerliche Armee könnte jemanden wie mich aufhalten? Ich will wissen, wo Melisan ist. Ich versichere euch, Fürstin Melisan ist nicht hier. Wir hatten eine Auseinandersetzung, nach der sie hastig abreiste. Ich werde mich später um sie kümmern, wenn ich mit euch fertig bin. Spart euch eure Lügen. Ich weiß, dass ihr mit Abbasikal und Sedai gearbeitet habt. Ich gebe zu, dass man den Eindruck gewinnen konnte, da auch in Wirklichkeit plante ich deren Vernichtung seit dem Zeitpunkt, als Melisans mich in die Fünf aufnahm. Welche Lügen wollt ihr mir denn jetzt auftischen? Melisan hat das getan. Wollt ihr mir erzählen, Melisan sei die Anführerin der Fünf? Wollt ihr mir allen Ernstes erzählen, ihr wärt einer der Fünf? Ein Ball gezüchtet? Das glauben wir schon. Warum sollen wir das nachfragen? Nehmen wir mal die zwei. Melisan erkannte den Makel des Baal in mir. So wie sie ihn in Sendai, aber Sigal und den anderen erkannte. Und in euch. Ja. Sie lockte mich mit allerlei Versprechungen über Macht und Ruhm. Doch ich folgte ihr aus einem völlig anderen Grund. Nur wenn ich mich den Fünf anschloss, konnte ich erfahren, wer die anderen sind. Und ihren Untergang planen. Also habt ihr mich dazu benutzt, die anderen Baal-Nachkommen für euer eigenen Ziel zu verraten. Durch die Ermordung eurer Verbündeten nehme ich an, ich habe für euch die Drecksarbeit erledigt.
Mit anderen Worten habt ihr mich manipuliert und zum Werkzeug gegen die anderen Bahnnachkommen gemacht. Nehmen wir mal die 1. Ich wünschte, ich könnte diese brillante List an meine Fahne heften, Talisa, aber wie es scheint, war ich nicht der Einzige, der den Untergang der anderen im Sinne hatte. Melissan ist diejenige, die bei dieser bühnenreifen Aufführung hinter den Kulissen die Fäden zieht. Ich habe lediglich versucht, euch so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen und war begierig zu sehen, ob ihr euch würdet durchsetzen können. Ja, warum sollte Melissan die 5 versammeln, um sie hinterher wieder zu vernichten?